Der zieht sich durch die Bilder als letzte Linie, als eigene Farbqualität, als ästhetische Qualität. Man könnte 100 Worte sagen und man ist doch nicht näher dran. Es ist eine Verletzung im Bild, wo praktisch das fertige Bild wieder ein bisschen zerstört wird. Verselbstständigt und mir schien es einfach als geeignetes Bildmittel oder Darstellungsmittel, um gewisse Inhalte noch. Es bringt eine Vertiefung nochmal, auf jeden Fall. Ja. Man kann Bilder nicht erklären, man kann Farben nicht erklären, man kann Linien nicht erklären, man muss sie halt sehen und empfinden. Ganz Zentrales. Nicht nur beim Malen für mich, aber speziell beim Malen habe ich bestimmte Musik, die sehr dicht ist und sehr dicht daherkommt und mich befreit eben von allen anderen Gedanken, die einen vielleicht stören würden, die einen transportiert in einen eigenen Zustand. Vielleicht, weil man sehr früh schon mit Musik immer sehr speziell einen Umgang gehabt hat, auch durch eine eigene individuelle Erfahrung. Man hat halt Instrumente gespielt, Musik war ein Thema immer. Ja, angefangen von Madrigale bis zu von Orlando di Lasso bis zu, da liebe ich die Klarheit von Bach, von Händel, von Vivaldi, Albinoni, solche Dinge, aber nicht unbedingt beim Malen jetzt Albinoni oder Vivaldi nicht, eher dann so sehr dichte Stellen, wie in der C-Moll-Messe von Mozart oder Don Giovanni gibt es auch einige Stellen, die unheimlich dicht sind. Ich will das nicht umsetzen in Malerei, das nicht. Man kommt nur selber in einen Zustand, in so eine Art Trance, in so eine Art, ja, ein sehr befreiter Zustand. Wenn man gerade in der Landschaft sitzt, spürt so alte Bilder und hört dann die Musik dazu. Man kann gut dann sich mit der Malerei beschäftigen oder sich darauf einlassen. Die haben was ganz Spezielles.
mit denen habe ich angefangen, Landschaft und Mensch oder Landschaft und Figur überhaupt in Verbindung zu bringen. Weil es mir am Anfang schwer fiel, den Menschen in der Landschaft zu sehen, also auch als Bildvorstellung. Der moderne Mensch, da gibt es eine Diskrepanz zur Natur. Insofern interessiert mich auch Landschaftsmalerei. Einfach die Verbindung Mensch und Natur, Mensch und Schöpfung. Mensch, wie er halt ja, im großen Zusammenhang, im großen Kontext mit der Natur steht. Kunsthistorisch guckt man sich das natürlich an, was passiert oder was gibt es alles, wann ist es entstanden. Aber das ist weniger relevant für mich. Die Entwicklung dieser eigenen Sprache, mit wie ich eben die Landschaft interpretiere oder wie ich mich der Landschaft nähere, ist vielleicht besser. Ich befrage die Landschaft nach meinem Verhältnis zur Natur, zur Schöpfung. Das ist eigentlich so der Kern. Und daraus entstehen dann verschiedene Herangehensweisen. Ich vermute halt überall, ja, also man möchte die Oberfläche durchbrechen und näher rankommen. So eine Befragung findet da statt, wenn ich Landschaft mache. Und Bäume, das sind die ersten Menschen in der Landschaft, die ersten Figuren. Früher habe ich nur Bäume gemalt, bevor ich überhaupt die angefangen habe, dann die Menschen wieder zu malen. Das ist jetzt ein Beispiel für eine sehr freie und wilde Interpretation. Das heißt zwischen Himmel und Erde. Und da steht eben der Mensch oder steht auch der Baum oder diese archaischen Wesen. Um archaische Bilder geht es vielleicht auch. Urbilder, die gespeichert sind, an die man sich erinnert, nach denen man Sehnsucht hat, letztendlich vielleicht sogar nach dem Paradies, wenn man davon noch weiß, intuitiv. Das Naturalistische bleibt mir zu sehr an der Oberfläche. Ich glaube halt, dass der Kern oder dass ich mehr Wahrheit erfahre über das Wesen der Dinge, wenn ich von der Oberfläche weggehe und versuche über eine Auflösung der Oberfläche schon die wesentlichen Dinge bringe oder das reduziere aufs Wesentliche, aber dann doch durch eine eigene malerische Interpretation eine eigene Welt entstehen lasse, die den Menschen vielleicht viel mehr betrifft als nur das visuell Sichtbare. Drum. Also wenn mir nichts einfällt, dann male ich relativ naturalistisch. Dann bleibe ich an der Oberfläche. Die besseren Bilder sind immer die unter die Oberfläche gehen. Die so ein bisschen dahinter schauen. Aber es ist alles eine Befragung, eine vage, eine sehr subjektive Interpretation, aber die vielleicht sogar eine gewisse Objektivität erhält dann, indem man so ein kollektives Unterbewusstsein anspricht. Schlussendlich. Thank you.
ins Hochformat. Ich werde es mir überlegen. Ja, das könnte nicht schaden. Das größte Geheimnis kenne ich nicht, aber...